Ich fahre nach Port Alcudia und begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich komme aus der Richtung Playa de Muro, fahre hier praktisch parallel die ganze Zeit an der Küste entlang. Diese Küste, die man auch entlang wandern kann, schönen Strandspaziergang machen, über 6-7 Kilometer bis nach Can Picafort im Grunde genommen. Dort ist einiges zu sehen. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht handeln, wenn ich nur die Playa de Muro erwähne. Es ist so viel dort zu sehen und dementsprechend ein interessanter Spaziergang. Wer einmal Zeit hat, der sollte den vielleicht mal unternehmen. Ich werde wohl gerade noch rechtzeitig kommen zum Sonnenuntergang und hoffe, dass wir hier trotz des wechselhaften Wetters auf Mallorca, was wir ja gerade haben, so eine Phase, noch ein wenig von der Sonne sehen können. Die geht quasi jetzt in meinem Rücken unter und deswegen werde ich jetzt demnächst einen Abstecher an diesem wunderschönen Strandabschnitt hier in Port de Alcudia machen und anschließend werden wir uns ein bisschen was anschauen, wie es hier so aussieht, was geöffnet hat, was nicht, was ist so los in der Fußgängerzone. Natürlich, Port heißt Hafen. Port Alcudia hat wirklich einen interessanten Hafen. Hier legen die ganz großen Big Schiffe ab, aber auch Yachten und kleinere Boote sind hier zu finden. Im Sommer kann man tolle Ausflugsfahrten von hier aus unternehmen. Ja, das ist jetzt hier die Einfallstraße nach Alcudia oder Port Alcudia. Man sieht mehr und mehr Häuser, mehr und mehr Geschäfte. Wobei man auch sagen muss, an der gesamten Straße hier entlang ist doch einiges an Geschäften zu bieten. Hier wird jetzt die Dichte ein wenig höher und dementsprechend auch der Mix. Ja, und hinter der gesamten Häuserreihe auf der rechten Seite verbirgt sich eben diese wunderschöne Bucht von Alcudia. Praktisch die offene See und ein wenig geschützter ist das dann erst hier, an dem Ort, den wir jetzt gleich erreichen werden. Da werden wir als erstes an den Strand schauen. Ja, hier und da blinzelte die Sonne heute durch die Wolken. Es gab einige Regenschauer. Es gab aber auch Orte, die blieben davon verschont. Hier jetzt aktuell trocken und das ist gut so für einen tollen Spaziergang.
Hier können wir sehen, wie nah wir an dem Strand sind. Und so sieht es fast immer aus. Mal sind es ein paar Meter mehr, mal weniger. Auf jeden Fall ist hier eine gute Gelegenheit, jetzt das Ganze zu verbinden. Die Geschäftsstraße zur wunderschönen Aussicht auf die Bucht von Alcudia. Und rechts können wir schon erahnen, wie wunderbar die Sonne heute rot untergeht. Normalerweise rechnet man dann damit, dass der nächste Tag ein richtig schöner wird, wenn es so passiert wie jetzt hier gerade. Die Playa de Alcudia. Schönes Farbenspiel, das wir ja so oft haben jetzt in diesen Zeiten. Der Sand sauber, aber richtig sauber. Viele Spuren im Sand von Fußgängern. Wow, das ist schon faszinierend. Spiegelglatte See, während etwas weiter wir schon Wellen haben. Aber das ist, was ich eben anfangs sagte, dieser kleinen geschützten Bucht zu verdanken. Und das ist auch das, was gerade die Urlauber im Sommer hier so lieben. Es geht ganz sanft ins Wasser. Also nicht so steil, wie man es an vielen Stränden kennt, wo es innerhalb von 5 Meter um 3 Meter abfällt. Und man schon tief im Wasser versunken ist. Hier kannst du durch das Wasser schlendern, auch jetzt, obwohl wir nur noch 10, aktuell glaube ich nur noch 9 Grad haben heute Abend. Einfach herrlich. Soll ja auch gut sein. Hier kannst du eine Kneippkur machen. Traumhaft, wirklich. Das ist einsame Spitze. Das sucht auch seinesgleichen auf Mallorca. Und deswegen ist Alcudia oder Port Alcudia natürlich auch unter diesen Top-Urlaubsorten gleichzustellen mit vielen anderen, die ja so beliebt sind. Also Familienurlaub ist hier ganz oben angesiedelt. Und die Hotels und Apartmenthäuser, wie wir hier sehen, alle ganz nah dran. Das zieht sich hier kilometerlang. Ja, und wie ich schon sagte, wenn du hier 6-7 Kilometer gehst am Strand entlang, kommst du irgendwann nach Canpica vor. Dem ja auch so beliebten Ort. Also die Bucht von Alcudia ist schon einsame Spitze. Einfach mal einen Moment das sanfte Rauschen des Meeres hier genießen. Mit Wellen ist ja kaum was.
Es fällt an dieser Stelle ein wenig schwer, den zauberhaften Strand hier zu verlassen. Aber auch das Video muss weitergehen und dann nähere ich mich hier der schönen Uferpromenade entlang des Hafens und dieser Häuserzeile mit unendlich viel Gastronomie. Ja, hier die Ankündigung, was man hier so unternehmen kann. Also schöne Touren von hier aus in alle Richtungen. Es hat auch so das ein oder andere Geschäft hier offen. Natürlich nicht voll geöffnet. Auch keine 30% der Geschäfte, sondern weniger. Schwer zu sagen, weil ich jetzt ja aktuell am Abend nicht beurteilen kann, was tagsüber geöffnet hat. Aber man wird hier nicht verhungern und man kann auch das eine oder andere hier einkaufen, wie wir uns jetzt anschauen werden hier. Praktisch zwischen der Häuserzeile und dem Hafen gehe ich jetzt entlang. Ja, hier liegen die Katamarane. Das sind sicherlich nicht alle. Es gibt bestimmt noch mehr, die von hier aus fahren. Hier ist wirklich reger Betrieb. Ansonsten dominieren ebenfalls die Yahoos hier das Bild. Diese kleinen, wunderschönen mallorquinischen Holzboote. Dass hier viele von denen vorkommen, liegt auch daran, dass es hier in der Nähe von Alcudia eine kleine Bootswerf gibt, die diese ja so schönen Boote noch herstellt. Dieses ursprüngliche Bootsfahren, das macht es aus. Das können diese riesen Katamarane nicht so bieten, aber dafür ein Erlebnis auf andere Art. Faszinierend, ja, wie groß das Teil ist und man kann so einfach unter durchschauen.
auch immer wieder schön anzuschauen, diese Grünanlage. Ich finde sie so faszinierend, die dann die Geschäfte hier trennt vom Hafen. Breit angelegte Wege, markant hier das Alcudia-Symbol. Das dient immer wieder als Fotomotiv. Viele stellen sich davor und lassen sich hier ablichten. Hier geht es jetzt weiter Richtung dem großen Hafen, wo dann die großen Schiffe ablegen. Aktuell nicht so viel wie im Sommer natürlich. Von hier kann man dann aufs Festland und in alle Richtungen fahren. Ja, und was hier geöffnet ist an Gastronomie, die müssen schon ein gutes Konzept haben und zum Teil funktioniert es ganz gut. Da muss Preis und Leistung einfach stimmen, sonst hast du keine Chance im Winter hier. Und damit verlasse ich den nächsten schönen Bereich, der so traumhaft beleuchtet ist, und mache mich auf den Weg in die engeren Straßen und Gassen. Zeig hier ein bisschen was im Vorbeigehen. Hier sehen wir quasi den Bereich, den ich jetzt abgeschritten bin, von da unten bis ja halbe Höhe. Wunderbar. Ich finde das immer toll, wenn es so Tafeln gibt, wo man ein bisschen was erkennen kann, wo man ist, wo was liegt. Das ist gerade für Leute, die nicht so oft an einen Ort kommen, doch wirklich praktisch. Gibt es aber oft auf Mallorca. Wie man überall sehen kann, in jeder Straße wird an Licht nicht gespart und das macht es einfach auch aus. Ja, wenn man Werbung machen möchte für seinen Ort,
dann muss man die Lichter anlassen. Das ist schon schade, wenn die Geschäfte abgedunkelt sind, die nicht betrieben werden. Aber die Straßenbeleuchtung und die Außenbeleuchtung vieler Geschäfte sind eingeschaltet. Und das, wie man hier sehen kann, macht auch diesen besonderen Reiz aus. Auch hier links die überdachte Terrasse, hier der Laden noch hell erleuchtet. Jo, das ist so eine schöne romantische Gasse hier. Hier geht es jetzt wieder zurück zum Meer. Ich laufe quasi eine komplette Runde hier heute und kann so die meisten Highlights ins Visier nehmen. Ist wirklich, ich sag so oft von vielen Orten, 1A sauber hier. Für alle die, die sich auf Mallorca nicht so auskennen, kann ich nochmal sagen, Port Alcudia liegt im Nordosten von Mallorca. Also ist schon ungefähr eine Dreiviertelstunde von Palma entfernt. Diese Straße ist immer sehr lebendig und das Ende dieser Straße mündet quasi dort, wo das Video begonnen hat. Also hier ist wirklich Laden an Laden und wie man sehen kann, ja auch jetzt am Abend noch relativ viel geöffnet. Wer das Ganze einmal sehen möchte zur Sommerszeit, wo richtig viel los ist hier, wo wir Temperaturen zwischen ja, 25 und 30 Grad haben, sollte sich einmal anschauen in der Georgis Kanal Mediathek, was es da so an Videos gibt, nicht nur von Port Alcudia, sondern auch von vielen anderen Orten. Wer neu ist auf diesem Kanal, ist herzlich eingeladen, diesen kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr Informationen bekommt, wann es etwas Neues gibt. Ich würde mich riesig freuen, wenn die Community größer wird und ja, meine Arbeit dadurch ein wenig unterstützt wird. Vielen, vielen Dank auch an alle Stammfollower und ein ganz großes Dankeschön geht raus an alle, die von Supersengs Gebrauch machen. Das hilft enorm, gerade wenn man weite Wege nach Port Alcudia fährt oder auch an viele andere Orte auf Mallorca. Ja, ich hoffe, das Video gefällt euch weiterhin. Ich habe jetzt hier noch ein paar Meter vor mir
Auch hier sehen wir alles hell erleuchtet, was wirklich Spaß macht, hier lang zu gehen. Denn mittlerweile ist es ja fast stockdunkel. Als ich ankam, ist die Sonne ja gerade verschwunden. Und wie ich eben schon sagte, hier schließt sich so langsam denn der Kreis. Man könnte noch weitergehen Richtung Hafen, den Strand endlos lang spazieren. Das werde ich in den nächsten Videos garantiert machen. Mir das eine oder andere rauspicken. So eine Ergänzung auch zu jedem Ort. Also kein Video gleich dem anderen, sondern es gibt immer wieder Neues zu sehen. Und gerade für Fans von einem Ort, die können sich diesen Ort dann zu verschiedenen Jahreszeiten anschauen, was bestimmt hilft in seiner Planung, ob man jetzt im Sommer, im Frühjahr, Herbst oder gar im Winter hierher fährt. Ja, ich sage für hier und heute schon mal Tschüss, Adios und Bye Bye. Freue mich, wie gesagt, riesig darüber, über die Beteiligung. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder hier auf Georgis Kanal. Servus, euer Jörg.